Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zum nächsten Tauchvideo. Ich zeige euch heute das Dolphinhaus, so heißt der Tauchplatz im arabischen Shab Samadai genannt. Und ihr seht im Norden der Karte, seht ihr das hufeisenförmige Riff, welches ein geschützter Nationalpark ist. Wir sind morgens früh mit dem Zodiac losgefahren, haben das dort angelegt und haben unsere Tauchausrüstung erstmal an Bord gelassen, sind nur mit einem Schnorchel und Kamera bewaffnet ins Wasser gesprungen und sind in die Schnorchelzone geschwommen. Am Dolphinhaus gibt es nämlich drei verschiedene Zonen. Es gibt die Zone A, das ist die No-Entry-Zone. Dort dürfen weder Schiffe, Boote, Zodiacs oder Taucher oder Schnorchler, dort darf niemand rein, außer die Delfine. Es ist ein Rückzugsort für die Delfine, wenn sie keinen Bock auf die Menschen haben, können sie sich dorthin zurückziehen, haben dort ihre Ruhe. Die Zone B ist einzig und allein für Schnorchler gedacht. Dort dürfen auch keine Taucher oder keine Boote rein, nur dort darf geschnorchelt werden. Die einzelnen Zonen wurden mit Bojen markiert, das heißt Zone A hatte rote Bojen, Zone B, die Schnorchelzone, hatte weiße Bojen und die Zone C, dort kommen wir im zweiten Teil des Videos zu, dort durfte man auch tauchen. Aber, liebe Freunde, wir gehen erstmal in die Zone B, wo wir geschnorchelt sind, denn dort fahren Delfine. Und die Videoaufnahmen, die ihr jetzt gleich sehen werdet, beschreiben nicht mal ansatzweise das, was wir dort erleben durften. Wir haben dort eine Schule. Bei Delfinen spricht man von einer Schule von ca. 70 bis 80 Tieren sehen dürfen. Und diese Delfine waren teilweise auch wirklich neugierig. Sie sind wirklich teilweise sehr nah an uns herangekommen, hatten keine Scheu oder waren nicht irgendwie verschreckt, dass jetzt da auf jeden Fall ein paar Schnorchler waren. Wie gesagt, es handelt sich um einen geschützten Nationalpark. Nur 200 Menschen dürfen dort maximal pro Tag ins Wasser gehen. Und es ist wirklich, wenn man dort über die gewissen Zonen hinausgeht, kann man mit erheblichen Geldstrafen rechnen. Ihr seht hier eine große Schule von Spinnerdelfinen. Spinnerdelfine, die Delfine verdanken ihren Namen dadurch, dass sie gerne aus dem Wasser springen und sich bis zu 7-mal um ihre eigene Längsachse drehen können. Und ja, diese akrobatische Fähigkeit verlieh diesen Tieren ihren Namen. Sind die akrobatischsten Delfine des Tierreichs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war wirklich schön. Es waren sowohl große Männchen von, ich schätze mal, so 2,5 Metern oder fast 2,5 Meter Länge, bis zu kleinen Baby-Delfinchen waren dort. Und das war wirklich schon cool. Ihr habt gerade gesehen, dass sie auch teilweise wirklich ein bisschen näher an einen herangekommen sind. Und was ich leider mit der Kamera nicht einfangen konnte, weil das Unterwassergehäuse ein bisschen zu massiv ist, als Schnorchler konnte man wirklich die Klicklaute hören, die diese Tiere abgegeben haben, um miteinander zu kommunizieren. Was für mich als kleiner Zahnwalfanatiker schon wirklich beeindruckend war, wenn man so an die ein oder anderen Relax-Videos denkt, wo man diese Tiere dann hören kann. Also das war wirklich beeindruckend und ich kann wirklich nur noch mal sagen, das, was ich jetzt hier euch am Videomaterial zeige, spiegelt nicht ansatzweise das wider, wie dieses Erlebnis in dem Moment war. Wir sind dann, nachdem wir dort ein bisschen rumgeschnorchelt sind, wieder in unser Zodiac geklettert, haben dort die Tauchausrüstung vorbereitet, denn das Dolphinhaus hat noch ein bisschen mehr zu bieten und zwar einen, wie ich finde, wunderschönen Canyon. Wie gesagt, oben seht ihr das Dolphinhaus mit den drei Zonen und in der dritten Zone kannst du halt komplett frei tauchen. Und ihr seht in der Mitte der Karte, seht ihr einen, ja, ich nenne es mal ein kleines Riff, welches mit einem Höhlensystem ausgestattet ist. Unten gab es noch ein paar, man spricht dort von Pinnacles, um die kümmern wir uns gar nicht. Wir kümmern uns einzig und allein um diesen mittleren Bereich, den ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen größer gemacht habe. Dort gab es nämlich diese wunderschöne Höhle. Ihr seht auch, es ist gar nicht so tief. Die tiefste Stelle war der Eintritt, der war bei 10 Metern. Und später hat man dann so in der Höhle 5 bis 3 Meter. Das werdet ihr aber auch gleich noch mal sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man überhaupt von einem Zodiac ins Wasser geht. Und zwar habe ich mich schon mal vorher ins Wasser gelegt, habe mich schon mal bequem gemacht mit der Kamera. Und die Leute an Bord zählen dann ganz gemütlich runter. 3, 2, 1 und dann werfen sich alle rückwärts ins Wasser. Warum rückwärts? Weil wenn du es vorwärts machst, landest du im Boot. Ist ein bisschen blöd. So, dann gibt man das Zeichen, indem man mit der Hand auf seinen Kopf klopft und sagt, es ist alles in Ordnung. Und das hier, liebe Freunde, ist der Höhleneingang. Ich war an Position 2, man taucht dort hintereinander. Ich war an Position 2 mit der Kamera und unser Tauchlehrer, den ihr hier vorne seht, der ist hier schon direkt hängen geblieben mit irgendeinem Schlauch. Und da habe ich nur gedacht, ja, das kann ja Mahlzeit werden, weil der Kollege
war ungefähr die Hälfte von mir. Aber naja, ich habe mich dann ganz gemütlich da reingequengelt und ich muss ehrlich sagen, für Leute mit Platzangst ist das Ganze ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen creepy, ein bisschen unheimlich. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde es richtig geil. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es waren, wie ich finde, einer der schönsten Tauchplätze, die wir in Ägypten hatten. Ihr seht teilweise eine Sichtweite von bis zu 40 Metern. Gut, in der Höhle hatten wir jetzt nicht so krasse Längen, aber es war wirklich schon schön. Dadurch, dass Licht oben durch gewisse Öffnungen strahlen konnte, hatte man diese wunderschöne Ausleuchtung der Höhle. Ich musste leider ein bisschen nachbearbeiten. Ihr seht jetzt hier gerade meinen Tauchcomputer. Wir befinden uns in 4,70 Meter, 4,60 Meter Tiefe. Die Maximaltiefe waren bisher 8,30 Meter. Und damit ihr auch mal so seht, wie ich das Ganze dann sehe, wenn ich auf meinen Tauchcomputer schaue. Sehr wenig Fische verirren sich in diese Höhlen, einfach weil es da viel zu wenig zu fressen gibt. Natürlich ist man vor Räubern geschützt, aber letztendlich gibt es dort nicht so viel Nahrung. Und ja, deshalb ist da relativ wenig Fischbestand vorhanden. Allerdings muss ich sagen, dass es außerhalb der Höhle umso schöner ist, was Fische angeht. Ihr seht jetzt hier, ich habe das Ganze mal ein bisschen farblich nachbearbeiten müssen. Das ist so ungefähr die natürliche Farbe, wie man sich das vorstellen kann. Die Wände, die Steine waren teilweise wirklich sehr, sehr rot und sind sehr scharf. Das heißt, wenn man da mit einem Arm oder mit einem Knie oder ähnlichem rankommt, kann man sich sehr schnell irgendwas aufreißen. Und das blutet dann ordentlich, kann ich euch sagen. Und mit Salzwasser ist es auch wirklich nicht so angenehm. Des Weiteren muss man aufpassen, wie man, ihr habt es gerade beim meinem Vordermann gesehen, meinem Tauchlehrer, wie man mit den Flossen schlägt, weil der Boden ist sandig, es gibt sehr viele Sedimente und wenn man die mit den Flossen aufwühlt, ist das für die hinteren Leute nicht gerade schön. Da kann ziemlich schnell die Sicht verloren gehen. Es ist ein Canyon, es war jetzt kein wirkliches Höhlensystem, man spricht von einem Canyon, wenn man noch die Möglichkeit hat aufzutauchen. Das heißt, ihr seht teilweise, hier wird erstmal gefragt, ob alles in Ordnung ist. Bei einem Canyon hat man teilweise die Möglichkeit noch aufzutauchen. Es ist nicht komplett die ganze Zeit geschlossen, was wirklich sehr wichtig ist im Tauchen. Hier gucken wir nochmal drauf. Wir sind jetzt hier bei 3,20 Meter Tiefe, auch wenn es ein bisschen, die Kamera wollte nicht scharf stellen. Da, leider hat es nicht geklappt. Auf jeden Fall 3,20 Meter war die Tiefe hier. Man merkt es auch nicht so wirklich jetzt vom Körper her, wie tief ist man. Man merkt es eher an den Farben. Das heißt, wenn man tiefer taucht, verschwindet dann halt so die Farbe rot. Und deshalb habe ich hier auch so ein bisschen, so ein bisschen nachbearbeitet. Ich hoffe, dass das Ganze okay ist. Ich muss mal schauen, wie das Ganze weitergeht. So, auf jeden Fall, dieses kleine Höhlensystem ist relativ schön gewesen, auch ziemlich leicht. Es war jetzt kein großer Schwierigkeitsgrad, außer man hatte halt Platzangst. Man kam hier recht relativ easy durch. Ich werde euch ein weiteres Video zeigen, auch das letzte Video dann von Ägypten, glaube ich. Dort war es wesentlich enger, dort war es wesentlich komplizierter, dort musste man wesentlich besser seinen Körper austarieren, was das ist, erzähle ich euch dann in dem Video, um über diese einzelnen Hindernisse zu kommen. Und das war schon recht beeindruckend. Ich weiß, sowas ist nicht für jeden was, aber für Robert und mich, wir wollen halt uns später mit unserer Tauchkarriere, so nenne ich es einfach mal, wollen wir ins technische Tauchen eindringen und wollen dann auch gerne so den ein oder anderen Höhlentauchgang machen. Das heißt, wo du kein Tageslicht hast, was dir schön den Weg leuchtet, wo du keine Möglichkeit hast, einfach mal nach oben aufzutauchen, weil über dir einfach Stein ist. Und da soll die Reise hingehen und daher sind wir von solchen Tauchplätzen auch wirklich fasziniert. Aber dafür braucht man auch gewisse Ausbildung. Das heißt, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, jo, ich mache das jetzt, weil das ist viel zu gefährlich. Du musst sowas erlernen, du musst gewisse Situationen musst du üben, musst du trainieren. Du musst halt auch ein Seil mitnehmen, damit wenn jetzt mal wirklich die Sicht gleich null ist oder wenn deine Maske kaputt ist, dass du dann auf jeden Fall noch die Möglichkeit hast, nach Hause zu finden, dass du wieder den Ausgang findest und nicht einfach sagst, ja gut, das war es jetzt. So, hier wird immer wieder gefragt, ob alles in Ordnung ist und ihr seht auch schon, die Höhle war jetzt nicht gerade so breit, dass man angenehm mit zwei Leuten nebeneinander tauchen musste. Das heißt, hier ist auch schon der Fall, dass man hintereinander taucht. Und auch ein wichtiger Punkt ist, dass man sich vorab vor so einem Tauchgang Gedanken macht, was ist, wenn jetzt was passiert? Was ist, wenn mit meinem Atemregler etwas
wenn ein Problem auftritt und ich kriege keine Luft mehr. Kurze Frage, was würdet ihr machen? Die meisten würden jetzt sagen, hey, ja gut, ich gebe Gas und gucke, dass ich zu meinem Vordermann komme. Andere würden sagen, hey, ich versuche aufzutauchen. Jetzt ist aber die Sache, was ist, wenn mein Vordermann, mein Tauchlehrer, der weiß ja gerade in dem Moment gar nicht, was los ist, wenn der einfach gerade in dem Moment einen falschen Flossenschlag macht, ein bisschen schneller ist, ich komme bei ihm an, ziehe an der Flosse und muss erstmal ihm sagen, hey, ich kriege keine Luft mehr, ich muss ihm erstmal sagen, so was los ist. Der einfachste Weg ist, man dreht sich einfach rum und schaut, wo sein Buddy ist und kann ihm direkt signalisieren, hey, ich kann keine Luft kriegen. Und so ist der Weg, den der Buddy zu einem zulegt und den man selber überwinden muss, kürzer. Und der Buddy kann dann schon direkt den Atemregler bereithalten und einem dann in den Mund stecken. So, 4,70 Meter. Insgesamt war die Tauchzeit jetzt hier für den ersten Part 11 Minuten. Natürlich habe ich das Ganze jetzt ein bisschen gekürzt und ein bisschen verschnellert, damit das Ganze auch ins Video passt. Weil so ein ganzes Tauchvideo euch zu zeigen von Einstieg bis Ende, würde meine Kamera allein akkumäßig, glaube ich, nicht durchhalten. Und jetzt kommen wir hier in den offenen Ozean quasi wieder. Haben dann noch so zwei, drei von diesen Pinnacles umrundet. Da gab es aber nicht wirklich viel zu sehen. Deshalb habe ich das jetzt rausgeschnitten. Es sollte eigentlich nur um das Dolphinhaus gehen und ja, oder um die Delfine gehen und um den Canyon. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen über ein schönes Kommentar, wie ihr es finden würdet. Hättet ihr so reagiert, wärt ihr zu eurem Tauchlehrer geschwommen oder zu eurem Buddy oder wärt ihr aufgetaucht? Und ich bin mal auf eure Meinungen gespannt. Auch wie ihr sowas findet, ob ihr sowas interessant findet oder ob ihr sagt, oh, es wäre schon ein bisschen creepy, da irgendwie durchzugehen. Bin mal auf eure Nachrichten gespannt. So, das hier ist Robson. Und mit diesen wunderschönen Bildern verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zusehen, für euer Interesse ans Tauchen bzw. an diese Tauchvideos. Ich bin raus. Immer gut Luft, euer Commander Krieger. Tschüss.